Bitte, Workout, bitte. Illegal Wuppertal. Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu unseren Food Champions Rewards plus Icon Pack. Ja, Freunde, erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben wie immer 9 Uhr und heute mit einem krassen Team of the Week. Mit dem krassesten überhaupt, oder? Ja, ich glaube, das eine war noch krasser, oder? Vor ein paar Wochen. Wer war denn da nochmal alles zu ziehen? Da gab es ja auch irgendwie 4-5 geile. Aber das ist jetzt auch sehr stark. Können die Leute mal in die Kommentare schreiben, was die krasser fanden? Ja, Son, wir haben Pogba, wir haben Salah, wir haben Zaha, dann hast du nochmal so Milinkovic, Savic und Cuadrado, die auch beide nochmal ein bisschen was wert sind. Oh, also ich glaube, das ist also Top 2 mindestens. Ja, definitiv, klar. Guck dir das mal an, Alter. Salah ist 800.000 wert. Ich habe noch Zaha. Ja, es sieht schon böse aus. Sieht schon nice aus, vor allem Player-Picks können da reinballern. Ja, Freunde, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Und von mir aus können wir reinstarten. Sollen wir reinstarten? Dann können wir reinstarten. Nein. Okay, gehen wir erstmal rein in Division Rivals. Was gibt's denn da für Picks? So, wir fangen aber heute zuerst mit den Player-Picks an. Elise 3, ganz entspannt. Ich bin gespannt. Mané hat man schon, Teixeira, Werner. Heute nehme ich noch einen Pogba mit. Ja, Pogba wäre nice. Okay, bei mir heute sage und schreibe ein Player-Pick. Aber vielleicht kommt ja auch was Krasses. Wir machen heute mal ein kleines Experiment. Du hast 3 Stück, ne? Ja. Ja, okay, komm, dann öffne mal du deine ersten beiden und dann machen wir das letzte zusammen. Okay, so, öffnen wir das erste. Ah, 86er Lopez, ja, ist okay für den Start, ist okay. So, zweites mal mit der Nase hier. Komm! Oh, Otavio. Otavio, Otavio, you know what that means? Pussy. Okay, scheiße. Bisher noch Müll, ey. Sollen wir einen R3-Pick machen oder willst du direkt durchziehen? Ja, wir können von mir aus können wir einen R3-Pick machen. Okay, ich guck weg. Okay, 1, 2, 3. Let's go. So, öffnen. Und komm, wir gucken bei 3, ja? 1, 2, 3. El Arabi. Pablo. 84er. Okay. Du hast aber, wie viel hast du jetzt? 2 zur Auswahl? 3? 3 insgesamt, ja. Okay. Pablo. Weiter. Oh, wow, Hugo Mallo. 75er. Nehmen wir was? 75er Puljic. Okay. Dritter. Essa. Ach, scheiße, ey. Otavio. Was? Vierter. 84er, oh, nein. 82er, wieder Lopez. 83er. Bitte, jetzt können wir den letzten. Guck mal, jetzt der letzte, der wird retten. 77er, blass mir ein. Bläs mir. Was ist das denn? Oha. Ach du Scheiße. Ich kann nicht mal Lopez nehmen. Ich muss jetzt einen 82er nehmen. Super. Also das war eine echt Müll-Player-Picks. Nicht mal Ansatz ein guter dabei. Boah, Junge, ich hab so geile Packs heute am Start. Was? Jumbo Premium Goldspieler-Set gab's für Food Champions, oder was? Krasser Scheiß. So, ich hab jetzt 2 Mega, 2 seltene Mega. Ich will jetzt ja 6 Packs. Du? Ja, komm, lass einfach öffnen erstmal hier. Ich hab nicht so viel. Ich hab nur das Icon-Set. Okay, so, Mega-Pack. Auf PlayStation 5 ist das alles viel heller, ne? Ja, ich erkenne gar nichts. Nicht mal. Oh, der kommt raus. Komm, erstes Pack. Argentinien. Ach du Scheiße. Banega am ersten Pack, Mann. Stark, meine Transferliste sogar noch voll. Muss mal gucken, wie ich das gleich mache. Also ich habe jetzt insgesamt. Ah, ich habe sogar noch ein Megapack davon bekommen. Krass. Okay, gut, immerhin. Gut, bist du soweit? Ne, warte. Gucken, ob wir heute überhaupt einen Walkout rausziehen. Letztes Mal haben wir keinen Walkout aus The Rivals gezogen. Jetzt aber, komm. Ja, Walkout! Was ist das komm, denn? Walkout! Endlich! Spanien! Ach du Scheiße, Digga! Was hab ich denn da für ein Pack? Hä? Okay, krass. David Silva. Mann. Bester Walkout, hör mal. Aber es gibt doch noch das Special Event, Team of the Group Stage. Da könnte auch was Geiles kommen. Seltenes Electrum Spieler Pack! Seltenes Mega Pack jetzt. Komm, ein Walkout hier noch. Kommt raus! Kein Walkout, aber Argentinien, ZLF, Taliafico. Nee. Spanien wieder ZOM. Lazio Rom. Ach du Scheiße. Luis Alberto. Ich bin mal gespannt gleich aufs Icon-Set. Uff. 3 Sets noch vor dem Icon-Set. So, seltenes Megapack, das letzte. Komm,
Komm. Ein Walkout. Mega Pack. Noch ein. Ich will es doch rein. Ein Walkout hätte ich auch gern. Komm. Ja, cool, da komm ich mal raus. Verdammten Drecks. Ein Walkout kommt auch nicht raus. Was ist denn geschehen? Stark. Oh. Oh. Unglaublich. Die Trade? Ah, die kann ich sogar abstoßen. Weg damit. So. 100k-Pack. Ich habe irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl. Ach komm, ey. Let's go. Dein Packlack ist doch dieses Jahr gut. Fühl es. Ja. Hol es raus. Fühl es. Komm schon. Gib mir ein Walkout. Kein Walkout. Kommt nicht mal raus bei dir? Er kommt raus in Form. Aber, ach. Schade. Umsonst wieder gezockt. Wieder. Ja, Party haben wir drin. Blind, ja, das Pack kann ich direkt abstoßen. 15k haben wir gemacht wieder. Super. Es fehlt nur noch kein Walkout im Dreier-Set und dann bin ich komplett bedient heute. Boah, dann hast du das gleiche wie ich im Endeffekt. Gut, dann kommen jetzt mein Megapack zur nächsten Dreier-Inform-Set. Ich erwarte einen Walkout. Komm, mach mal was raus für den Titel. Let's go. Komm, komm, komm. Mit der Nase sogar. Bitte. Gib Walkout, gib Frankreich. Komm schon. Boah, komm nur raus. Wieder kein Walkout, Digga. Als ob. Ich würde jetzt gerade echt durchdrehen am liebsten. Guckt euch diese Scheiße an, Digga. Es gibt so ein krasses Team of the Week, nicht mal einen guten bei Elite 3. Wie peinlich das ist. Boah, Gladbach hat gestern verloren, aber sind trotzdem weitergekommen, ne? Ja, hab ich gesehen. War richtig spannend, Mann, war richtig spannend. Am Ende aber verdient. Digga, Alter, was für eine Scheiße, Digga, für so ein Team of the Week, ey. Also schreibt mir in die Kommentare, wie lächerlich das bitte ist. Nicht mal ein guter, nicht mal ein Player-Pick, nicht mal einer am Dreier, gar nichts. Okay, also, bisher hatten wir kein Pack-Luck. Jetzt kommen wir zum Basis-Aiken-Pack. Also, ich hatte im ersten Rijkaard drin, im zweiten war Van der Sar drin. Also, beide Male fett Minus gemacht. Vielleicht komme ich dann jetzt Holländer und dann Cruyff oder Hullet. Boah, Hullet wäre auch nicht so nice, aber Cruyff ist schon mies. Komm schon, einer muss drin sein. Wenigstens einer. Come on, let's go. Ich bin heiß. Guck grad live zu, Leute. Live. Shot. Der ist der erste Walkout für heute. Der erste Walkout bei dir. Komm schon! Ja, Butragueño! Torres! Butragueño! Boom! Der ist krass! Der ist heftig! Der ist doch locker eine Million wert oder so. Der ist geil, der ist mindestens eine Million wert. Ich dachte, jetzt kommt der Pep Figaliola, Alter. Oh, das ist, glaube ich, ist das der beste Spanier, den man ziehen kann? Ja, der ist mehr wert als Torres. Das ist, glaube ich, echt der Beste. Also es gibt, glaube ich, keinen Spanier, der besser ist. Ansonsten wären alle Müll gewesen. Überleg mal, Puyol wäre kacke gewesen. Guardiola wäre scheiße gewesen. Torres ist auch nicht so krass. Also gut, 900k wert. Torres wäre 500k. Ja, der hätte ja auch nochmal gekönnt. 900k. Ja, Mann, der ist sogar krass gesunken. Ich glaube, der war vor einer Woche noch über 1 Million. Kann man auch spielen, Digga. Der ist nicht schlecht. Beweglich und so wendig. Den schon mal gespielt. Ja. Krass. Ja, also endlich mal Packlack hier. Let's go! Wenigstens etwas mal Gutes hier in diesem Pack-Opening heute. Ja, Mann. Ey, Butragueño, Erstbesitzer, kommt direkt rein. Den raus. Den hier hin. Hallo da. Zack. Wahrscheinlich werde ich das wieder so machen. Denke ich. Ja. Auf jeden Fall nice. Butragueño ist stark. Ja, Freunde. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Packluck war heute bis auf die Ikone leider nicht da. Aber am Ende hat es dann nochmal rausgerettet. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall am Wochenende wieder mit ein paar Videos. Und ja, alles klar. Das war's soweit. Tschüss. Ciao, ciao.